Herzlich willkommen wieder mal eine weitere Runde. Natürlich, Hesche Chris reagiert natürlich. Und heute ist es soweit, dass wir werden natürlich reagieren können. Und ja, und was natürlich Neues ist, natürlich, der René hat natürlich das Video tatsächlich mal natürlich angeschaut und natürlich ihr seine Meinung und dazu hingeschrieben. Und zwar hatte ich ja wohl geschrieben: Du könntest ja eine zweite Part zu Mima Mushima reagieren und da Leertaste und Mima Senpai. Und da habe ich ja wohl geschrieben: Ja, könnte ich ja machen. Und ja, und heute wollen wir natürlich hier erstmal bei der Leertaste natürlich reagieren und dann Mima Senpai. Also da will ich hoffentlich gucken, dass ich jetzt hier zwei in eins hier mache. Also so, wie das geht. Und ja, wir gucken mal natürlich bei Leertaste. So, das ist hier der Leertaste. Und der macht natürlich verschiedene Videos, also Arten von Videos halt größtwahrscheinlicherweise. Und ja, so sieht er ja wohl aus. Sieht so aus, als dass ich ja hier von London ist. Könnte sein. Aber gut, der hat ja wohl nicht groß Video gemacht. Nur halt kleines hier Videos, so Abschnitte, so. Ja. So über maximal über 5 Minuten lang. Und ja. So sieht er halt aus. Über 331 Abonnenten und ja, wir gucken mal hier bei diesem Video vor 23 Stunden. Und zwar natürlich, ein Tod ist gleich ein Case, RIP, 50 Euro ausgegeben. Bestimmterweise hat er wohl hier 50 Euro davon extra dazu ausgegeben. Also nicht hier umsonst oder was. Und ja. Also, was ich natürlich noch sagen könnte, es könnte sein, dass der macht ja wohl eine Challenge hier dabei bei der Eco-Shooter. Und deswegen ist ja klar, dass man denn sowas klar so geht. So, ich mach mal ein bisschen runter. Hier, oder hier noch ein bisschen hoch. So, das reicht. So. Dann schauen wir mal hier den lieben Leertaste. Die lieben Leertaste natürlich an. Und ja, mal sehen, was er natürlich drauf geht. Hallo! Willkommen zu Counter-Strike. Ich bin der Shino. Aua, das geht ja schon mal los hier. Ja, ein Mikrofon ins Mund zu stecken. Oh Gott. Wollen wir natürlich nicht hier anstecken. Aber gut, wir schauen mal einfach weiter. Hier mit Benny. sein Hormon ist noch nicht angekommen, muss ich wissen. Und ja, ich habe mir was Dummes überlegt hier heute. Ich habe hier Counter-Strike, also CSGO Chests. Ich habe hier dreimal CS20 Cases. Da habe ich noch zwei Clutch Cases. Sogar drei Clutch Cases. Und ja. Zwei Chroma Cases, zwei Falcon und immer so weiter halt. Die Keys werde ich in-game kaufen. Das Dumme ist, immer wenn ich sterbe, muss ich eine Chest öffnen. Ich bin leider limited auf 20. Aber wenn Benny mich killt, zählt das auch als Kill. Hey, Jungs, jetzt hier noch beide, ne? Er meinte einfach, dass der macht eine Runde Challenge. Also wer sicherlich da. Also. Jemand von den Gegner da tötet, dann muss er hier einen Chest da öffnen. Und deswegen halt. Holy shit, Alter. Jetzt ist sie auf, immer so. Und ich bin so richtig schlecht, Alter. Ich hab nicht mal. Benny, ich bin so richtig schlecht. Okay, wenn jetzt geht los, ne? Hallo Minecraft-Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Gomme HD. Guck mal meine Hand. Wow, da geht's ja schon mal los, ne?
Also natürlich war es, wenn man sich halt denkt, also der hat bestimmterweise den Spruch von Gummer hat ich wohl geklaut. Aber natürlich war es so, dass es ja bestimmterweise aus Spaß gemeint. Bestimmterweise. Aber Minecraft sehe ich auch hätte sowieso nicht hier bei diesem Video. Deswegen halt. Anziehen. Okay, Junge, nicht gleich in der ersten Runde, du Spasti, Alter. Weißt du, was das Schlimmste wäre, Benni? Ja. Wenn ich jetzt einen Cheater begegne. Wir spielen Scrimmage. Wir können auch gegen Global spielen. Warte, willst du dich verarschen? Ja. Ah, oh, nein! Nein! Als ob ich nur Kills habe. Ey, es ist so lucky, wenn ich das größte Noob-Team treffe, ne? Aber guck mich mal, ich bin Noob. Guck mal mein Move mit an. Nein! Benni, guck im Chat, ich mach die erste Case auf. Ich mach die erste Case auf, Benni. Yo, als wir rausgehen. Ja, moin. Nur Trash! Trash bekommen! Corporate! Hallo! Ich liebe dich. Ich kann auch mit dem Chat anziehen. Benni sagt nichts. CS20 Case. Schön. Hallo, 16 AP nur, Benni, oh mein Gott. Ich bekomme nur Trash. Sind das drei Kills? Drei, ja. Benni, sie haben Kills. Mein Gott. Nice. Ey, die Bombe explodiert, ne? Oh mein Gott! Ey, die Bombe explodiert, Alter! Nein! Benni, die Gefahrenzonen-Case, ich mag die sogar, ne? Ich öffne sie gerade. Scheiße! Oh, lol! Lol, Alter, war gut. Там чел с пулеметом, без смысла. Опять дверь зашел. Кроме фаяшки, ну. Эй, мы платим первый раз в нашем тиме для Aimlock. Unser Team? Nice Aimlock. Коннектор. Ich hab kein Aim. Natürlich! Connector. Mir. Ich hab was Falsches gehauen. Ey! Natürlich! Natürlich, Benni! Ja. Natürlich! Ich bekomme nur Scheiße! Natürlich! Diese 2,50 musst du jetzt bezahlen, Junge. Benni, ich werde nicht sterben. Ja! Ja, auf jeden Fall, Benni, es hat Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen. Und, ja. Ah, ich hasse dieses Spiel. Ciao. Digga, willst du nicht verarschen? Ja, also, das ist, das Video. Ich fand natürlich was, nicht schlecht, auch ein bisschen lustig darüber, aber natürlich war es bei dem Challenge ist ja klar, von einem Taschengeld einfach mal so auszugeben. Möchte auch nicht gleich jeder wohl so machen, aber auch, ja, finde ich ja echt ja nett, natürlich war es. Aber mit diesen Triggern hier gedönst, könnte eigentlich was ein bisschen runter. So, wir schauen mal noch ein bisschen hier nach. Hier gibt es auch noch hier diese Song hier, Creeper. Oh man, das wollen wir nicht hören. Aber es gibt auch zum Beispiel, was auch hier Business Tour. Oh, ja, YouTube hasst mich, Strike. Und ja, wir gucken mal jetzt mal hier.
ganz kurz ein Video. Also ich fand natürlich war so echt mach kleine Pasche mit lustig natürlich war so und deswegen ja, fand ich ja in Ordnung. So, jetzt gucken wir mal kurz, natürlich was dauert 57 Sekunden, also nicht mal eine Minute. Nicht mal eine Minute ist das ja hier in dem Video drin. Und ja, wir schauen wir mal hier kurz mal da drin. Mach kleine Pasche mit dem ja! Ich will dich! Du mit Penner, gib mir alles zurück! Ich will alles verkaufen, ich will meinen Arsch verkaufen! Darf ich das für ein Dorfland ist! Ich will alles verkaufen! Shino, nimmst du's auf? Perfekt! Ah! Benny, du spaßt. Hä? Du hast gerade alles verkackt. Ist alles wegen dir, Benny. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Mi. So, muss mal echt. Scheiß Anti-Mate! Von dieser Runde auszusetzen hätte. Jetzt wird Benny. So real. Benny, wir haben extra mal gesagt. Ja, so sieht das mal aus. Kurze Video. Kurzen Szene. Oder so. Besser genannt als Gitter. Hä? So. Jetzt kommen wir mal zum Mal noch. Also, ich finde es so echt auch nicht schlecht. Der könnte hier lieber, anstatt nicht hier weiße, hier Textfarbe, lieber schwarz oder weiß mit schwarzer Umrandung. Also, so dass man hier besser sehen kann, was der wohl gesagt hat. Und ja, also, ich finde es so echt bei Leertaste echt ja in Ordnung. Muss ich mal sagen, auf jeden Fall, ja, also auf jeden Fall läuft ja natürlich was, so. Playlist hat ja auch natürlich was, so. Ja, Diskussion, ja, und da so sein, Beschreibung, natürlich was, so. Also ich finde das natürlich was, so, dass hey Leute, ne? Echt natürlich was, so. Auf jeden Fall gut gelungen, also darüber. So, kommen wir mal jetzt hier bei der Mima Senpai. Jetzt muss ich mal kurz mal hier wegmachen. So, Mima Senpai. You just So sieht das mal aus. Ja, der da gibt es ja gutes Übersicht auch natürlich war so auch hier ein Video natürlich war so mit British Discord User gets triggered by broken English, alles klar. Und ja, da hat auch Insta, Twitter und Discord auch, alles klar. Und ja, der macht da bestimmte Animes Videos natürlich was raus, bestimmterweise. Ich bin auch kein großer Fan von Animes. Normalerweise könnt ihr ja, könnt eigentlicherweise hier die Frauen lieber ja ansehen als hier nur Männer. Ich denke, ich könnte lieber hier dann lieber Katzenberger lieber gucken als hier nur das. Aber Spaß zur Seite. Natürlich weiß ist ja klar. So, wir schauen wir mal jetzt hier bei British Discord User gets triggered bei broken English, also nicht größer ist er halt hier nicht entsprechend Englisch und er hat ja 156 Abonnenten, das freut mich auch schon. I will save YouTube. Ah, okay, der will ja sicher sein auf YouTube zu sein, okay. Bestimmterweise. Playlist hat er keine, sehr schade. Aber ja, hat er denn ihr nur nicht so viele Videos da drauf, aber der wird ja auch sicherlich ja noch weiteres Videos rein. So, dann schauen wir mal hier mal das Video an.
Weil. You just, Also, so. Vielleicht mache ich mal auch noch die Übersetzung an. Dann, versteht ihr es natürlich, was? So. Das könnte ja passen. So, Untertitel. Untertitel machen wir auf Deutsch, oder? Automatisch übersetzen. Okay. Also hier kann man nur Englisch übersetzen. Ach doch. So, ich guck mal hier auf Deutsch. So. Dann mal los. You just buy fucking Switch, but you have money for fucking Mario Kart. You're a liar. Lol. Why are you laughing? Your broken language. Yo, dude, chill your life, man. You scam my loli. That means you come in my RAM because you're a scammer. Sorry, I can't tell what you're saying, man. What? I said I can't tell what you are saying. Yeah, tell me what you are saying. What? Yeah. You have to tell me. Huh? Why? Are you good? I'm good, man. And you? Are you sure? Yeah, I'm sure. Do you know about this fat blonde guy make some nice videos? On the street. Sorry, I don't know what the fuck you're talking about. But you are British English. Greek yes, god. That is correct. Wait, fat wait. Blonde guy. Yeah, fat blonde man and singing on the street. Mima Mushima, what the fuck are you talking about, mate? I literally have no idea what the fuck you're saying. Dude, you don't understand. That's why you have teeth in your mouth. Oh Mann, also was ich natürlich was so denkt, also natürlich was bei jeder so ihr nicht so gut ihr Englische natürlich was so richtig verstehen kann, also natürlich was also nicht wegen dem Helikopter oder sowas, nein, sondern natürlich was auch manchen hier, die ja wohl wirklich nicht so wirklich sicher hundertprozentig verstehen, was der wohl da sagt hier auf Englisch die ganze Zeit. Weil er kann ja einfach bestimmt, er weiß halt nur hier auf Deutsch und fertig. Vielleicht auch was anderes, aber keine Ahnung. Weiß ich ja darüber nicht, aber was soll's. No. What? You are a little cold mirror. I'm a little cold mirror. Yeah. I don't think that's a very accurate statement, I'm gonna be honest with you, but like maybe if you could, you know, elaborate on that, I might be able to No, but Senik, but your real name is Nick, right? No. Why? What do you mean why? Why whatever call you Nick? So I'm why you racist? I don't know. I don't do racist. Do you have ADHS? Yeah. What? Do you have ADHS? ADHD. What? Just like yeah, you understand, but you don't want to understand. Sorry, I don't speak your language. No, sorry. No, you have to say shut why. Hey, dude, chill, okay? Yeah, sorry, I don't chill, whatever Nick. Language you're speaking, man. Yeah, he say I'm retarded because he retarded to say me I'm a racist, but he is a racist. That was the most broken English I've ever heard in my life. Yo, you said bro, but I'm not your bro, okay, you broken English man? Broken English man. Bro, what the f- You are gay. Okay? How did you know, bro? I like dick. Why? When you reverse your name, penis. Penis, you like penis! Yo, that was so funny, bro. Why? Look at your name! You little gay! Look, reverse your name, penis! Call me a nigga again, see what happens. I play Hibana on Rainbow Six Siege. Did
then you're a fucking angry faggot. Hibana is my main. I'm a Russia. Hey dude, fucking what you play? You play fucking Rook to make something about team, you little bitch. No, get my armor. Yeah, you know what? I play fucking drop some armor, bitch. Just you know what? 1v1 me. Let's see what happens, bro. Hey, come 1v1. I'm the god. I'm a little boss here right now. I'm the boss. Who? You. No, you. Learn how to speak English, you fucking moron. What's a moron? Exactly. Do you listen some Nyko? Wait, what? I don't know, bro. This guy's fucking, like, has two brain cells rubbing together real hard to try and formulate a fucking sentence. Boneless pizza, please. Oh my! Let's get to break. You're kind of boring, bro. Yeah, braces. So you're gonna head on with your business? What? You wanna sell your Switch? I don't wanna sell my Switch. What the fuck? You say you wanna sell your Switch? I think that just proves my point. I'm not gonna lie to you. Prison break, man. What? Prison break. So, guys, I'm finished. So, das war's ja wohl, denke ich mal. Also, natürlich war es, finde ich, echt ja, war erstens etwas lustig, natürlich war es, wie er so auf Englisch, wo er redet. Ich kann auch natürlich was, wie ich auch natürlich was auf ähnliche Hello, mein Name ist Helikopter. Aber ich fand es auch ja nicht schlecht. Also natürlich war es auch ja etwas auch lustig. Aber auch natürlich war es so krass, dass es natürlich was so getriggert wurde. Bestimmterweise. Also echt ja lustig gewesen. Wir können mal noch eine gucken, also hier also nicht mal 2 Minuten sogar, hier Lolli-U Racket Cop Discord. Ich weiß ja, was der wollte, ich habe ein Ding, aber wir gucken mal. Da geht ja schon los hier. Natürlich Wasser, warte. Untertitel. Ist das hier auf Deutsch oder? Ne, Englisch, ja. Gut. Also nochmal auf Deutsch, ja. So. Ja, das ist ja wohl Englisch wohl. Right now! I say I wanna eat some food! I say I wanna eat some food! Yo, Loli, you racist! Okay. Okay, guys, listen. You're being racist! No racist! Ching Chong! This dude. The one that says he's German, then he moves out of Swiss, then he turns. No! My language is German! I'm living in Switzerland! I'm Thai! I'm Asian! I say can say Ching Chong! We I'm dear. Gonna expose you. Hold on. So listen. I told that I've been hurt before. But no one's ever left me quit this saw. Got a feeling that I'm going under, but I know that I make out alive. I quit calling you my lover. Move on. You watch me. Okay, thanks, guys. Dude, real, check your Insta. Okay, I gotta check my fucking Insta. Mamushima. Mamushima. Cucumber. Oh my god, you're here, dude. I'm fucking Asian. Stop choking over my. You see, I have a behind me is a yeah Asian position with my two hands. I'm a Ching Chong guy. That oh. Ooh. What? Ooh. Oh my god. You're joining to something amazing.
Also sowas habe ich ja noch nie sowas erlebt, dass es sowas auch da drin auch noch stinkt. Alter Falter. Krass. Echt krass. Also natürlich war es, finde ich, auch etwas lustig, wie der ja gesungen hat. Echt lustig. Also ich habe ja gedacht, der wird ja jetzt erst so singen. Also warte mal. I just lonely. I was so lonely. Wisst ihr, was ich ja wohl meine, ne? Also, dass ihr natürlich quasi so denkt. Als ob ihr so ihr quasi die Frauenstimme so kommt. Aber so Glück ist ja wohl nicht irgendwo die Frauenstimme gewesen, aber Glück gehabt natürlich. Und ja. Was ich ja natürlich dazu ja noch weiteres ja so sagen kann, also natürlich finde ich echt positiv, natürlich für die beiden natürlich ganz in Ordnung, natürlich war es auch etwas lustig, aber auch so, naja, ich will auch nicht so natürlich was Falsches dazu zu so erklären und jetzt und dann werden die beiden ja wohl sicherlich ja so meckerle deswegen halt. Und ja, also auf jeden Fall finde ich ja auf jeden Fall natürlich in Ordnung gelungen halt, ne? Weil ich schaue auch nicht so ganz gerne halt hier Anime-Serie, also heutzutage schaue ich eigentlich nicht mehr Anime-Serie, also schauen einfach nur am besten hier die Chinesen, Japaner oder hier von die Asiaten. Genau, Asiaten schauen am besten hier wohl die Anime-Serien. Weil die stehen ja natürlich da so schnell darauf. Mit eigenen Kostüm, mit Haarfarbe und Schminke oben drauf auch noch. Ich denke, oh Gott. Ich kann nicht mehr sehen, ey. Aber gut, ich muss auch auf jeden Fall noch was erzählen. Also noch natürlich was noch Gutes erzählen. Damals in meiner damaligen Schule hat natürlicherweise Fan nicht von Anime, sondern Manga-Fan. Ich denke so, alles klar. Gut zu wissen. Also da sage ich ja wohl nicht so schnell Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Oder hier Alarm. Deswegen. So. Natürlicherweise hat mir echt natürlicherweise beides natürlicherweise etwas Spaß gehabt. Natürlicherweise lustig war es auch natürlicherweise trotzdem ja gewesen. Auf jeden Fall will ich ja echt mal, dass ich jetzt zu dem beide sein. Also mach weiter so. Also natürlicherweise bis zum Ende des diesen Geländes wohl zu verlassen. Nein, ich weiß, sondern natürlich weiß entsprechend einfach mal ja weiter zu machen und ja. Deswegen. Ja, also wenn du natürlich noch weitere Vorschläge hast, wie von der von Airplayer 73 Kia Takahashi wohl hier angeboten hat, könnt ihr natürlich hier unter in der Videobeschreibung natürlich was kommentieren, welche ich ja wohl die nächste Mal natürlich was gern darauf natürlicherweise und zwar mit guten Bedingungen natürlich was natürlicherweise entsprechend natürlicherweise halt mit dem Hashtag Chris reagiert. Und ja, wenn es natürlicherweise noch Fragen gibt oder so, könnt ihr natürlich was kommentieren. Und hauptsächlich könnt ihr auch bei mir persönlich auch anschreiben, zum Beispiel über Discord oder was gibt's denn noch? Entsprechend ja Instagram oder woanders. Bei Steam Community geht auch. Und ja. Ich sage mal, das war's halt erstmal dazu vor den Hashtag Chris reagiert. Vielleicht kommt noch ein Video natürlich was da oben drauf, wer weiß, wann diese wann wohl kommt entsprechend. Und ja, also ich sage mal natürlich was, gebe ich natürlich was den hier Anne Jürgen natürlich was, wird er auch natürlich was dazu was sagen. Ja. Sag mal Anne Jürgen, haben Sie einen Post bekommen? Nein. Wieso denn nicht? Ich habe keinen Post bekommen.
Okay, dann gehen wir wohl nicht. Aber du willst du gerne natürlich heute letzten Worte natürlich vor zusammenfassen? Anne Jürgen? Ja. Gut, dann machen wir mal, ne? Also, sag mal, Anne Jürgen. Also, abonnieren nicht vergessen auf seinen YouTube-Kanal und auch, wenn ihr gefallen hat, ein Like da lassen und natürlicherweise die Glocke aktivieren, sowie natürlicherweise auch Socken inhalieren und schickt natürlicherweise in verschiedene Social Medien ja gerne vorbei. Das war's jetzt hier, eure Kriegsfuß, ich bin Germany und ich bin auch hier weg und ja. Und Gruß geht natürlicherweise an die beiden, natürlicherweise die Leertaste, also Shino und Mimamushima. Gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris Fusi, Germany. Ciao. Eigentlich wollte ich ja sagen, aber egal. Okay, alles klar, dann ciao.